Herzlich willkommen in meiner Tortenwelt. Heute gibt's wieder ein kleines Rezept für Halloween, aber wer kein Halloween feiert oder keine Party schmeißt, kann das auch einfach so backen. Die Kekse, die ich nämlich heute backe, sehen total süß aus und schmecken auch sehr gut. Es sind nämlich Erdnussbutterkekse. Und ich zeige euch jetzt einfach mal die Zutaten. Wir brauchen 115 Gramm Butter, 130 Gramm Zucker, 200 Gramm Mehl, ein Ei, einen Teelöffel Backpulver, eine gute Prise Salz. Ich habe jetzt hier noch etwas Vanilleschote. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr auch Vanillezucker nehmen oder es auch weglassen. Und hier habe ich noch 170 Gramm Erdnussbutter. Das sind die Zutaten für den Teig. Und hier habe ich auch schon die Zutaten für die Dekoration. Und zwar brauchen wir Pralinen. Runde Pralinen am besten mit einem Durchmesser von etwa 2 cm. Ich habe jetzt hier die Lindor von Lind oder aber auch mal die Rocher-Kugeln hier hingelegt. Das wird dann der Spinnenkörper. Und wir brauchen etwas Kuvertüre, das ist jetzt Zartbitterkuvertüre. Und hier habe ich noch etwas weiße Blütenpaste ausgerollt. Die steht jetzt hier auch schon ein bisschen und ist etwas trocken. Und einen Lebensmittelfarbstift in Schwarz. Zuerst verrühre ich jetzt die Butter mit dem Zucker. Das lasse ich jetzt etwa eine Minute rühren, bis die Masse schön cremig ist. Dann kommt das Ei mit dazu und wird untergerührt. Danach gebe ich die Erdnussbutter mit rein und lasse sie ganz schön geschmeidig rühren. Und zum Schluss kommen noch die trockenen Zutaten rein und werden kurz mit reingerührt. Es entsteht dann ein schöner weicher Teig, wie man hier sehen kann. Die Zutaten waren ja auch alle zimmerwarm. Und jetzt wird der Teig portioniert. Normalerweise stellt man ja so einen Keksteig erst kalt, damit er beim Backen nicht verläuft. Aber wir wollen heute, dass er verläuft. Deswegen verwenden wir ihn so zimmerwarm. Ich nehme jetzt einen Eisportionierer. Da kann ich nämlich immer die perfekte Menge abnehmen. Und bemehle jetzt meine Hände leicht. Und gebe die Kugel da drauf. Und forme es einfach nochmal schön zu einer Kugel. Muss nicht perfekt sein. Und setze auf mein Backblech. Und wenn ihr die jetzt da drauf setzt, müsst ihr darauf achten, genug Platz zwischendrin zu lassen. So, weil die ja jetzt noch beim Backen auseinandergehen. So sehen jetzt die fertigen Kugeln aus. Bei mir sind es, glaube ich, 20 Stück geworden. Und die werden jetzt bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für 16 Minuten gebacken. Nach 10 Minuten nehme ich mir hier diesen Ausrollstab. Ihr könnt auch irgendwas anderes nehmen und drückt dann hier den Teig ein, damit ich später diese Praline reinsetzen kann und die Spinne drin sitzt. Aber das zeige ich euch gleich und schiebe die jetzt erstmal für 10 Minuten in den Ofen. Die Zwischenzeit nutze ich jetzt, um die Augen der Spinne vorzubereiten. Und hier habe ich, wie gesagt, dieses Stück Blütenpaste bereits ausgerollt und es ist ein bisschen angetrocknet. Und mit einer Lochthülle werde ich jetzt Augen ausstechen. Falls ihr so eine Lochthülle oder Blütenpaste nicht habt, könnt ihr zum Beispiel auch Schokolade nehmen, also weiße Schokolade, und die dann eben auf die Pralinen drauf spritzen. Upsala. Und dann könnt ihr einen Lebensmittelstift nehmen und die Augen einfach draufmalen. Entweder so wie hier nach außen. Dann könnt ihr sie nämlich so schielend zusammensetzen oder eben so nach außen. Oder ihr setzt sie in die Mitte. Ich finde es jetzt so mit dem Schielen am besten und male deswegen jetzt alle Punkte drauf. So sehen die Kekse jetzt nach dem Backen aus. Ich habe sie jetzt nochmal mit dem Stäbchen nachgedrückt und lasse sie jetzt kurz abkühlen. Und hier habe ich schon mal meine Kuvertüre fein gehackt und gebe sie in eine kleine Tüte. Das könnte man jetzt auch mit einem Spritzbeutel machen, mit so einem Einwegspritzbeutel. Aber so eine Gefriertüte hat ja jetzt jeder daheim. Da mache ich jetzt einen Knoten rein. Erstmal die Luft raus. Da kann man auch ein Gummi rein, drumherum wickeln. Und so lege ich das jetzt hier in ein Schälchen mit heißem Wasser und lasse es einfach schmelzen. So hat man die wenigste Arbeit. Und die Kekse lasse ich auch ganz kurz abkühlen und sobald die Kekse lauwarm sind, geht es gleich wieder weiter. Und dann könnt ihr euch einfach so eine Praline nehmen und die da reinsetzen. Und mit der Restwärme sollte dann die Praline so ein bisschen schmelzen und klebt dann später einfach an dem Keks fest. Falls ihr das verpasst habt und der Keks schon ausgekühlt ist, dann könnt ihr auch einfach die Schokolade nehmen und das ein bisschen reinkleben. Und dann nehme ich mir meine Schokolade und schneide da jetzt eine ganz kleine Spitze ab.
Und damit könnt ihr jetzt noch 8 Beine anzeichnen. Das war zu klein. Schon mal die Luft rauslassen. Und das muss da jetzt auch alles nicht so perfekt sein, sondern es reicht einfach, wenn sie von innen nach außen gehen. Und dann könnt ihr mit der Schokolade auch noch die Augen aufkleben. Einfach ein bisschen Schokolade dran. Und die Augen andrücken. Und so sehen dann die fertigen Kekse aus. Ich habe die Kekse jetzt schon probiert und die sind nicht sehr süß, aber weil da oben eine Schokolade drauf sitzt, finde ich, passt es so. Falls ihr aber gern Erdnusskekse haben möchtet, die etwas süßer sind, gebt einfach noch ein bisschen Zucker mit dazu. Ich lasse die jetzt komplett abkühlen und werde sie dann wahrscheinlich verschenken. So viele Kekse kann ich nämlich nicht alleine essen. Und das Rezept gibt es zum Nachlesen auf sallys-blog.de. Und ich freue mich auf eure Fotos, falls ihr diese Kekse auch nachmacht. Die sehen nämlich wirklich super süß aus. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald. Tschüss.